Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist heute das Leben für alle nicht gleich. Herzlich willkommen im Studio 21. Heute zu Gast, für mich eine große Freude, die Charlotte Ludwig. Was kann man sagen? Vom Wienerlied bis hin zu Griechenland ist in dir alles verkörpert. Ja. Jetzt, bevor wir auf das Ganze eingehen, zuerst, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Du bist ja vorbelastet. Hm? Ja, ich möchte zuerst nur sagen, das ist übrigens der Snoopy. Okay. Ja, habe ich ganz vergessen. Ja, Snoopy. Natürlich. Mein Asylant. ich bin mein ganzes Leben lang musikalisch gewesen. Schon in der Volksschule war ich als Margaritelein, das immer fröhlich lacht auf der Bühne. Und die Eltern waren im Theater an der Wien, haben dort die Kantine und die Rangbuffets geführt. Und daher bin ich im Theater an der Wien aufgewachsen. Und es war eigentlich immer mein Wunsch, dass ich einmal Schauspielerin wäre. Aber nachdem meine Eltern so viel verkappte Existenzen im Theater gesehen haben, hat der Papa gesagt, das zahle ich dir nicht zur Ausbildung. Das kannst du einmal zahlen, wenn du erwachsen bist. Aber jetzt musst du was Ordentliches lernen. Und dann habe ich halt die Hotelfachschule gemacht, bin Reiseleiterin geworden, bin nach Griechenland gefahren. Das wird mir einiges klar. Genau, und habe also in Griechenland dann zuerst Griechisch gelernt und habe dort auf Griechisch griechische Lieder vor Touristen, aber auch vor Griechen gesungen. Und im Winter bin ich dann in Wien gewesen und habe in griechischen Lokalen gesungen und mir so mein Unterhalt verdient. Ich habe da zwar kein Geld gekriegt, aber ich habe immer was zum Essen und zum Trinken gekriegt. Und das hat eigentlich gereicht. Dann habe ich den Karaoke Club Austria mitgegründet, damals Vienna's First Karaoke Club. Ich habe mein ganzes Leben gesungen mit den Eltern beim Heurigen. Wir waren immer beim Heurigen, wie ich ein Kind war. Damals hat es beim Heurigen noch Musik gegeben, standardmäßig, ist ja leider heute nicht mehr. Der Papa war Tenor, die Mutter Mundartdichterin, also da war schon einiges da. Ja. Jetzt, der Bezug zu Griechenland ist mir jetzt klar. Wie bist du zum Wienerlied gekommen? Ja, eben durch, schon in der Kindheit, dadurch, dass wir immer beim Heurigen waren. Und der Papa war eben Tenor und der hat dann immer die Musiker zum Tisch geholt. Die haben gewusst, sie kriegen ein gutes Trinkgeld, meistens 100 Schilling. Und die sind halt dann eine halbe Stunde bei uns gewesen. Und wir haben mit denen gesungen die ganze Zeit. Und da habe ich sehr viele Lieder damals schon kennengelernt. Und ja, später habe ich mir natürlich andere Lieder noch angeeignet, aber ich glaube, das Wienerlied, das ist doch etwas, was bei einem Wiener ganz tief in der Seele drin liegt. Das ist sozusagen die musikalische Muttermilch für mich gewesen. Ja. Ja, wobei man ja sagen muss, Wien ist ja die einzige, glaube ich, Weltstadt, die eine eigene Musikrichtung hat. Stimmt, die einzige Welthauptstadt mit einer eigenen Musikrichtung. Ja, weil es gibt kein Pariser Lied, das ist das französische Chanson und es gibt kein Madrider Lied und es gibt kein Lissabon Lied. Das sind alles Musikrichtungen, die das ganze Land betreffen. Aber Wien hat eben das Wiener Lied. Und das eigentlich schon seit dem, muss ich nachdenken, wann war die Pest? 1400 irgendwas? Der liebe Augustin. Genau. Hey, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Hey, du lieber Augustin, oh, lass es hin. Das gilt schlechthin als das erste Wiener Lied. Genau. Und seitdem haben wir diese Musik, die im 18. und 19. Jahrhundert ihre Hochblüte hatte. Und jetzt haben wir halt sehr bemüht, dass es nicht vergeht, dass diese Tradition erhalten bleibt. Wobei das Wienerlied ja ganz eine tolle Sache ist, es ist so ein Mittelding, so ein bisschen aus Ranzen, aber trotzdem einfach alles nicht so ernst zu nehmen. Kann man das so sagen?
Ja, also das Wienerlied ist entstanden oder hat als Hintergrund die Lebensweise der Wiener darzustellen, ne? Mhm. Und über die Stadt zu sprechen, mhm. über die Schönheit der Stadt. Und es war halt nicht immer gut. Also wie das Wienerlied die Hochblüte hatte, da war halt in Wien nicht alles gut. Und das spiegelt sich halt wieder. Und der Wiener hat halt diesen ranzerten Humor, kann man fast mhm. sagen, den es im Wienerlied gibt. Aber es ist so, ich muss es jetzt sagen, weil viele sagen, ich mag keine Wienerlieder, die sind alle nur so ranzert. Das mhm. ist keine, ja. es ist nicht die Wahrheit. Es gibt diese ranzerten Wienerlieder. Aber es gibt sehr viele Wienerlieder, die sehr lustig sind, humorvoll und auch die schönen Seiten der Wiener Stadt widerspiegeln. Und mhm. es gibt ja, ich glaube, 850.000 Wienerlieder. Ja, Wahnsinn. Das ist schon enorm. Hat einmal einer erzählt, stell dir vor. Hat er viel zu tun gehabt. Ja. Jetzt werden wir so beim Wienerlied noch kurz bleiben. Was ist so deine Lieblingskomponisten, Lieblingsdichter beim Wienerlied? Also mein absoluter Lieblingskomponist ist der Hermann Leopoldi. Mhm. Also den seine Lieder gefallen mir irrsinnig gut. Und da muss ich sagen, mir gefallen sehr gut viele Lieder, die der Heinz Konrads interpretiert mhm. hat. Mhm. Erstens, weil er sehr schön interpretiert hat und zweitens, weil er sich Lieder ausgesucht hat, die wirklich an Gehalt haben, also die entweder sehr schwungvoll sind oder einen tollen Text haben und so weiter. Also mir gefallen halt vor allem Wiener Lieder, die wirklich was zum Sagen haben, mit einer schwungvollen Melodie, das habe ich am liebsten. Mhm. Am allerliebsten, wenn man ein bisschen lachen kann. Mhm. Das ist kein Fehler, ne? Nein, ist kein Fehler. Ja, interessant ist, wenn man so ein bisschen schaut und ein bisschen stöbert bei den Wiener Liedern, da gibt es wirklich wahnsinnig viele, die nicht einmal, wo man nicht einmal mehr weiß, wer der Komponist ist. Ja, natürlich. Also man findet sehr viele Wiener Lieder, oder die alten Wiener Lieder findet man in den sogenannten Kremser Alben. Mhm. Da hat es 3 Bände hat's gegeben, kann man heute kaufen um, glaube ich, 300 Euro. Mhm. Also irrsinnig teuer, aber es hat jemand auch digitalisiert, nämlich der Erich Zipp hat sie digitalisiert. Okay. Da könnte man es vielleicht billiger kriegen bei ihm. Aber da gibt es also die Kompositionen aus dem 18., 19. Jahrhundert drinnen. Und da sind viele, wo man gar nicht weiß, wer es geschrieben hat, weil es halt, es war halt so, dass die kreativen Leute das geschrieben haben oder selber erfunden haben. Mhm. Ne? Wenn die Fiaker gefahren sind auf der Straße mit dem Pferdl, dann haben sie halt irgendwas vor sich hingesungen und dann ist auch mal ein Wiener Lied draus geworden. Radio hat es ja noch nicht gegeben. Also, in dem Sinn, ja. Ja, mhm. Ja, das Wiener Lied, ja, weil der Name Zipp gefallen ist, für alle, die sich fürs Wienerlied interessieren, es gibt das Radio Wienerlied, also einmal reinhören, genau. Wer unbedingt schöne Wienerlieder hören will. Und da gibt es auch interessante Beiträge, glaube ich. Ne? Genau. www.radiowienerlied.at mhm. Und da findet man jede Woche eine neue Sendung. Wird übrigens weltweit ausgestrahlt. Mhm. Und ich glaube, er hat in Japan und in Amerika mehr Abonnenten als in Wien, der Erich. Glaube ich gern. Glaube ich gern, ja. Ja, für die ist ja das was Exotisches. Ne? Ja. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist heute das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es geht kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch strebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt all das Hoffen? Es bleibt nur der Schluss. Es kommt alles so, wie kommen es muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Schrei nicht rum, sei stumm, sag, es war nichts.
so war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal unten, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Na, der Herrgott weiß immer warum. So ist es. Das Leben hat mir eine Lehre geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Drum soll man nie sagen, es muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halt schön still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders doch sein, über die Nacht. Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht rum, bleib schon stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal unten, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Der Herrgott weiß immer, warum. Wollen wir einen gewaltigen Spagat versuchen, den der dir gelungen ist? Und zwar, was hat Wienerlied mit Sirtaki, mit griechischer Musik zu tun? Und das ist nicht leicht, ne, dieser Spagat. Nein, es war halt so, dass ich habe einige Jahre jetzt schon Wienerlieder gesungen, Konzerte gegeben und so weiter. Und ich kann ja Griechisch und singe griechische Lieder. Und dann habe ich einmal gehört, da gibt es die Texas-Schrammeln, den Manfred Krommi oder die Blues-Schrammeln. Und irgendwann ist mir eingefallen, wieso sollte man nicht einmal probieren, Wiener Lied und griechische Musik zu verbinden. Ich meine, die Griechen haben eine ganz tolle Volksmusik, die ja auch das Leben beschreibt in Griechenland und ja, ich habe mir gedacht, das muss man mal probieren. Und wir haben es probiert und es ist geglückt, obwohl es nicht so einfach ist. Ne? Weil im Wiener Lied gibt es einen Zweivierteltakt, Dreivierteltakt, Viervierteltakt. Von mir ist nur ein Sechsachtel. Aber die griechische Musik hat einen Siebenachteltakt, einen Neunachteltakt. Das ist nicht einfach, aber absolut, ja. Wir haben das geschafft, das zu verbinden mit dem Kostaliaskos, einer der weltbesten Busuki-Spieler, der auch in Wien in verschiedenen Formationen spielt, mit dem Harry Kutscherer, den kennt man vielleicht noch von Schule und die Motorbienen, ein wunderbarer Gitarrist und Sänger, mit dem Christian Höller, ein wunderbarer Akkordeonist, der ist der Dirigent vom Akkordeonclub Favoriten, Lehrer und war mit einer Zypriotin verheiratet. Interessant. Das heißt ja, der kann also Wienerisch und eben die griechische Musik. Und so ist es uns gelungen, zu viert da wirklich was auf die Beine zu stellen, was, glaube ich, die Leute sehr fasziniert, weil es hat es noch nicht gegeben. Es ist also wieder was Neues, was wir da geschaffen haben. Was für mich interessant ist, ich meine, mein einziges Instrument, was Musik erzeugen kann, ist der Radio, was ich bedienen kann. Aber ich kann mir es wahnsinnig schwierig vorstellen, diese plötzlichen Wechsel. Also die Wiener Musik, die eher gemütliche, und dann auf einmal diese feurige Musik, die griechische Musik. Diese Wechsel kommen nämlich so plötzlich. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, oder? Ja, es ist natürlich eine Herausforderung für die Musiker,
Aber wie gesagt, wir haben, also der Costa spielt Bouzouki, der Christian spielt Akkordeon, der Harry die Gitarre. Und ja, wir haben es halt geschafft. Der Harry spielt ja auch sehr viel mit dem Costa in verschiedenen Formationen griechisch. Und wir haben es halt geschafft, das zu verbinden. Und ja, es geht. Wir haben letztes Mal einen Harry da gehabt und da habe ich gesagt, ich glaube, sowas funktioniert nur in dieser Art, wenn da wirklich gerade die Chemie stimmt unter den Leuten. Ja, also das ist ja bei der Musik sowieso. Mhm. Wenn da die Chemie nicht stimmt, dann kann man nicht miteinander musizieren, das geht nicht. Weil das ist einfach das Wichtigste. Ja, ich sage immer, Kommunikation ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und wenn man miteinander musizieren will, muss man sie verstehen, sonst klingt es sehr holprig. Also wer es noch nicht gehört hat, diese Tagesschrammeln, der hat auf jeden Fall was versäumt. Ah, kann ich ein bisschen Werbung machen? Natürlich. 16. Oktober sind wir im Metropol wieder. Wir haben ja am 6. März das letzte Mal dort unser Premiere gespielt und seither durften wir ja nicht mehr. Und am 16. Oktober sind wir wieder dort. Bitte kommt und füllt wieder das Metropoldi, so wie bei der Premiere, dann sind wir recht glücklich. Ja, und da muss ich dazu sagen, es war wirklich ein berauschender Abend und es ist faszinierend gewesen, anschließend dieses Standing Ovation, das muss ja für euch ein Traum gewesen sein. Ja, Traum. Ja, ich glaube, sowas nimmt man mit. Und ja, es war gesteckt voll. Absolut, ja. Und es war noch einige Prominente dort, unter anderem der Richard Lugner. Der war sehr begeistert. Ja, und wie gesagt, der aufgestanden ist, habe ich mir gedacht, super, jetzt super, haben wir es ja, geschafft. Genau. Aber es sind ja fast alle aufgestanden und haben applaudiert, oder alle, ich weiß nicht, man sieht ja nicht so viel, weil man ja... Wir sind von hinten gestanden, also wir haben nicht gesehen, dass da irgendwer nicht zumindest aufgestanden oder zumindest applaudiert hätte. Also es war wirklich Nein, ich glaube, es hat den Leuten sehr gut gefallen und uns natürlich auch. Wir haben da sehr viele eigene Lieder, die wir ja auch geschrieben haben. Also bei vielen Liedern habe ich die Texte gemacht und der Harry oder der Costa haben die Musik dazu gemacht und ja. Und ihr lasst euch auch immer wieder was einfallen. Momentan tut uns da dieses komische Corona-Ding ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen, aber es habt immer wieder so Reisen, es habt so die Schifffahrt, da waren wir auch dabei. Es sind immer faszinierende Momente, wo man... Ja, also wir hätten jetzt 7. bis 13. Juni eine Reise auf die Insel Euböa, eine Fanreise, ausgebucht. In die Heimat von Costa. Ich fürchte, es wird sich nicht ausgehen, dass man schon nach Griechenland darf. Und im Oktober hätten wir eine Schiffsreise von Venedig nach Montenegro und Athen und alles Mögliche. Weiß man auch nicht, ob sich das ausgehen wird. Mal schauen. Sonst machen wir es halt nächstes Jahr. Aber ja, das kommt wieder. Ja, dann, es hat mich schon gefreut. Wir werden dich natürlich nicht gehen lassen, bevor wir nicht die eine oder andere Kostprobe von dir gehört haben. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf der Bühne. Danke. Dankeschön. Ich freue mich auch. Schlendere in Gedanken am Donaustrand entlang. Das Wasser fließt so leicht dahin, ich spür noch deine Hand. Ich seh dein lachendes Gesicht und schau den Wellen nach. Ich spür das Salz auf meiner Haut, so vertraut. Griechenland, el amor, posso sadapo. Ich liebe dich, Cardia, mein Herz. Griechenland, el amor, posso sadapo. Verrückt
nach dir, Trella. Du bist, was man Sehnsucht nennt, so fern doch nah. Du hast die Kraft, mich zu verstehen, du lässt mich gehen. Der blaue Himmel ist mein Zelt, mein Bett das Meer. Die Sonne so heiß, so wild, mein Herz so schwer. Griechenland, Ελλάδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Ich liebe dich, Καρδιά, mein Herz. Griechenland, Ελλάδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Verrückt nach dir, Trella. Έλα Κώστα, παίξε! Griechenland, Ελλάδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Ich liebe dich, Καρδιά, mein Herz. Griechenland, Ελλάδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Verrückt nach dir. Ja, herzlich willkommen im Studio 21 und man sagt so schön, eine Ludwig kommt selten alleine. Charlotte Ludwig haben wir da gehabt mit dem Wienerlied und den griechischen Klängen. Heute haben wir eine Künstlerin, die aus der literarischen Ecke kommt, die Anna Ludwig. Die Tochter hat mir erzählt, dass du eine Tochter eines Gärtners warst. Ja. Hat dich das irgendwie zum Literarischen verleitet, die Blumen oder so? Nein, es war so, dass ich als kleines Mädel für einen Onkel, der selbst gedichtet hat, immer wieder bei Ausflügen kleine Gedichte aufgesagt habe. Mhm. Und irgendwann, da war, dann so, war ich dann schon ein bisschen größer, so 15, 16 Jahre, sind mir so Gedichte erschienen, die ich dann aber hauptsächlich in Hochdeutsch niedergeschrieben habe. Und wie ich sie dann alle so zerlegt habe und halt nachgeschaut, was die für einen Sinn haben, bin ich draufgekommen, dass die alle sehr depressiv sind. Okay. Also eher traurige Geschichten. Ja, und dann habe ich die alle genommen und habe sie zerrissen. Mhm. Und wollte, habe mit keinem Menschen darüber geredet, aber wollte für mich einen Neustart machen, also gefühlsmäßig, und habe kein Gedicht mehr in Hochdeutsch geschrieben. Und irgendwann dann, so wie ich schon erwachsen war, auch geistig, habe ich angefangen, alles, was ich so erlebt habe, niederzuschreiben. Da war ich nicht allein. Mhm. Es war mir so etwas wie ein Zeitvertreib. Mhm. Ja. Und das habe ich sehr intensiv gepflegt, aber ich habe es wieder weggehabt. Es ist ganz wenig überblieben. Mhm. Und jetzt als Alter habe ich angefangen,
Also als Älterer, war noch nicht so wie jetzt, vor 10 Jahren circa, habe ich wieder angefangen, Mundartgedichte zu schreiben. Eine Freundin von mir hat Geburtstag gehabt. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Und zwar, in der Früh läuts an der Tür. Ich renn aus, frag, wer hier? Und will den Augen gar nicht trauen, es ist ein Mann mit Telegramm. Wie es sich gehört, gib ich ihm Geld. Da weil mich schon die Neugier gewählt, reiß ich die Depesche auf. Blumen umrankt steht da drauf. Zum Geburtstag alles Gute wünsch ich dir, du alte Pute. Mhm. Jetzt such ich an alle Ränder nach den Namen von dem Sender. Aber keiner wollte es unterschreiben, das wird ewig ein Geheimnis bleiben. Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Qualität, aber sie sind da. Ja, aber wenn man es so hört, und wir haben ja schon das eine oder andere gehört, die sprechen wirklich so die Seele des Wieners an. Ne? Ja, mir fordert ja öfter was Gescheites ein, ja. Aber ich kann es das dann aus irgendeinem Grund nicht zu Ende bringen, weil das Telefon läuft, weil mir gerade was anderes durchs Hirn schießt. Da waren schon recht Gescheite auch dabei. Mhm. Ja? Ja, jetzt gibt es ein Buch, es gibt insgesamt 2 Bücher. Ja. Das eine ist ein Weihnachtsbuch, also da sind wir jetzt ein bisschen entfernt, ja. Da reden wir dann in ein paar Monaten wieder drüber. Ja. Und das andere sind der gemischte Satz, ja. Hat nur am Rande mit dem Wein zu tun. Ne? Ja, ist aber schon was drin. Ist schon was, was Süffiges drin. Ja. Aber es ist ein Mischmasch aus allem. Ja, ja, mhm. Ein ganzer Mischmasch. Was die Charlotte zusammengefunden hat, mhm. Was noch geht, also was ich noch vorhanden Speicher gehabt ja. Habe, das ist da drinnen. Also mhm. Ein Teil, ein Bruchteil. Wir haben bestimmt nicht das Allerschlechteste und auch nicht das Allerbeste da drin stehen, aber ja. Halt einen gemischten Satz. Genau. Genau. Ja. Gut, dann kriegen wir jetzt eine Hörprobe aus ja. Dem wunderbaren Buch. Und da freue ich mich schon drauf. Gut, gern. Ja, wir haben vorhin geredet, dass ich nicht nur über den Wein Geschichten habe, aber die erste will ich doch den heurigen und einen guten Glaserl Wein zuordnen. Ein Stückerl Brot, ein wenigerl Schmalz, ein Zwiebel und ein bisschen Salz, im Glaserl drinnen guten Wein. Mehr brauch ich nicht. Unglücklich sein. Ich halte das Buffet gut im Visier, denn falls ich nur einen Hunger gespür, will ich in Ruhe dort gustieren und geschmacklich mich schon vorverführen. Wir plaudern jetzt, wie es früher war, gelangweilt fahren wir durchs Haar und schau da zu dem Mann hinüber. Ich find den Typen über drüber. Kann durch den Wein ich besser sehen? Hörnst, der war doch vorher nicht so schön. Ich glaube, ich hab mir nur schön gesoffen, vermute ich jetzt und bin betroffen. Ich schaue mich in der Runde um, der teilt mir, dass ich um mich komme, da ich bin alkoholisiert. Beim Umgehen habe ich das gespürt. Hörn's, den Magen hebt's mir jetzt in die Höhe. Ich such den Weg auf das WC. Ich komm dort aber gar nicht an. Ich brich noch vor der Klotür zusammen. Das war genannt und furchtbar zuwider. Du, wer mich kennt, der weiß das. In 14 Tagen geh ich schon wieder. Gar mancher, der nicht singen kann, stimmt sie beim Wein ein Liederlang und Träller tut so vor sich hin, gar manches geht ihm aus dem Sinn, nein, durch den Sinn. Es drängt sie außer aus sein Gemüt, seht's, so entsteht ein Wernerlied. Ja, das war
wunderbare Gedichte. Wir haben eine kleine Auswahl gehabt, wer was mag, da drin stehen mehr. Und wird auch sicherlich noch erhältlich sein. Ja. Und ist noch ein Buch geplant? Ein Weihnachtsbüchel. Das haben sie zuerst gesagt. Und ich habe, ich glaube, 2 Karton angefangene Gedichte. Aber da hat mich dann irgendwie momentan der Geist verlassen. So wie manche Musiker, die kennen auch dann plötzlich nicht, die sind nicht kreativ. Und da warte ich jetzt auf den Moment, wo ich die vollenden kann. Weil da sind schon ganz gute Titel dabei. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist, wie sagt man so schön, Schreibblockade, sagt man das. Ja, scheinbar, ich weiß nicht. Ja. Ich habe noch niemanden gefragt, aber ich weiß das von einem Musiker, der hat gesagt, wenn er schreibt seine Lieder, dann hat er eine Zeit, da kann er gar nichts machen. Da kommt einfach nichts, kein Ton. Mhm. Ja. Und so geht es jetzt mir Künstler unter sich. Na, klar. Na, dann wollen wir hoffen, dass die Blockade bald vorbei ist, weil es sind wirklich wunderbare Geschichten. Und die drücken so die Wiener Seele aus, kann man sagen. Sehr lieb, danke. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Es hat uns gefreut, dass wir diesen Kunstgenuss mitleben durften. Mich hat es auch sehr gefreut. Danke. Dass ich bei Ihnen auftreten durfte. Kein Problem. Ich rede gleich hochdeutsch.